Heute haben wir auf einem kleinen Campingplatz hinter einem Haus genächtigt. Die Ausfahrt ist sehr eng und so brauchen wir eine Weile. Aber Elfi lotst mich in Millimeterarbeit durch den Engpass. Dann geht es Richtung Norden auf die Transfagarasan. Wir sind schon eine Weile unterwegs, als sich plötzlich auf der rechten Seite ein paar Autos stauen. Es gibt sie also wirklich, die Braunbären der Transfagarasan. Sie sind leider auch etwas umstritten, denn immer wieder werden sie von Touristen gefüttert. Wir beobachten kurz, genießen den Moment, dann fahren wir weiter. So, wir sind schon ein ganzes Stück auf der Transfagarasan. Auf der Transfagarasan, ja, ist richtig, gefahren. Und jetzt kommt der Teil hier. Das seht ihr schön hier auf dem GPS. Hier kommen die ersten richtig krassen Kurven und Verwindungen. Also wir hatten schon etliche, aber das ist doch nochmal eine andere Hausnummer. Und da oben, links oben, der Punkt ist nicht das Ende der Strecke, sondern da ist der See. Da wollen wir dann nochmal eine Runde laufen, dass die Nala sich auch ein bisschen die Beine vertreten kann und wir auch. Insofern ist das unser nächstes Ziel. Wenn man hier rausguckt, nur mal so nebenbei, da oben geht es jetzt über die Baumgrenze raus. Und da sind wir schon gespannt. Unser Highlight hatten wir ja schon eins. Vielleicht haben wir ja noch. Es ist Sonntag und so teilen wir uns die Passstraße mit tausenden anderen Touristen. Ganz oben auf der Passstraße kommt ein Tunnel, an ihm hängt ein Schild, Höhenbegrenzung 3,60 Meter. Der blaue Klaus ist 3,65 Meter. Wir halten die Luft an, aber alles geht gut. Dann ist es soweit. Eine kurze Unaufmerksamkeit und es ist passiert. Ich bin gegen ein parkendes Fahrzeug gefahren.
Das Adrenalin schießt mir durch den Körper. Wir steigen aus, begutachten den Schaden, hinterlassen unsere Telefonnummer und versuchen zügig weiterzukommen, damit der Stau hinter uns nicht noch größer wird. Doch nach ein paar Metern wird klar, irgendetwas stimmt nicht. Die Lenkung reagiert nicht so wie sonst. Elfi springt nochmal raus, schaut sich die Reifen nochmal an. Der rechte Reifen steht quer, während der linke geradeaus zeigt. So können wir nicht wirklich weiterfahren, aber wir müssen von der Straße runter. Nach einer gefühlten Ewigkeit in den Serpentinen finden wir auf der linken Seite eine kleine Fläche, auf der wir parken können. Wir stehen hier in der schönsten Umgebung. Da hinten ist Elfi und Nala gerade unterwegs. Da hinten geht es ins Tal. Wir sind praktisch von der Transfagarasan am höchsten Punkt. Das hier ist eigentlich der Ort, wo die Leute die schönen Drohnenaufnahmen machen von dieser... So, und jetzt möchte ich euch was zeigen. Seht ihr, wie der Reifen steht? Ja, das ist nicht gut, wenn der eine geradeaus zeigt und der andere nach rechts. Ich habe eben Fahrfehler gemacht. Ich bin praktisch gegen parkendes Auto geknallt. Hier ist die Hölle los. Es ist Sonntag, es war eng. Habe ein Stück eingelenkt und ich bin vorbeigekommen mit der Stoßstange und allem. Das hat gepasst. Aber dadurch, dass ich ein Stück eingelenkt habe, hat der Gummi rausgeschaut vom Reifen. Bin gegen das Auto geknallt. Das hat es ein Stück nach vorne geschoben, leicht. Und an dem Auto ist das Plastik hinten weggeflogen ein bisschen. Da standen wir da oben mitten im Chaos hinter uns, hunderte von Autos, weil hier ist die, wie gesagt, hier ist die Hölle los. Hier unten, also das, wenn ihr denkt, dass hier die Autos, die hier parken, das wären die Menge, von der ich rede, nee, da oben ist tausendmal mehr los. Da ist auch so ein Markt und lauter so ein Gräbel. Ich laufe noch ein bisschen hin und her, Leute, sorry, mein Adrenalin geht gerade runter. Ich erzähle euch das auch mehr oder weniger nur, damit ich mich wieder ein bisschen runterkriege. Das könnte natürlich jetzt sein, dass das Ende der Tour war. Das wissen wir nicht, aber es ist wie immer. Ich hatte natürlich dann das Auto, weil ich es gedellert hatte, da war keiner. Ich habe einen Aufkleber von uns dran gemacht, also nicht dran geklebt, sondern unter die Scheibe gelegt mit der Telefonnummer, alles. Habe gesagt, wir kommen für alles auf, einfach bitte kontaktiert uns. Und dann haben wir erst gemerkt, dass der blaue Klaus im Arsch ist. Wir sind hier runter, noch ein paar Serpentinen mit diesem schräg stehenden Rad, einfach um aus dieser Masse an Leute rauszukommen und einen Parkplatz zu finden. Ihr seht, wir parken hier praktisch auf so einem Schotterding da. Die kamen natürlich jetzt auch vorbei. Eine unglaublich nette Familie. Wir haben hier keinen Empfang. Ich habe 23 Mal versucht, den ADAC anzurufen. 23 Mal. Die haben so eine Elektrostimme, so eine nervige, die einen erst eine halbe Stunde beschäftigt. Und so lange hat der Anruf aber nie gehalten. Ich habe hier auch keinen Internetempfang. Ich gehe mal von aus, weil da oben so viele Leute einfach sind, dass die uns irgendwie darunter priorisieren auf null, weil ich habe eigentlich zumindest da drüben Empfang gehabt. Ich habe alle Berge abgekraxelt. Da drüben Empfang gab, volle Kanne mit LTE, kam weder ins Internet noch konnte ich anrufen. Ich habe ein bisschen Versicherungssachen mit ihnen ausgetauscht, habe gesagt, sie sollen mir einfach die Rechnung schicken. Und die waren so super nett. Die haben gesagt, solange es uns gut geht, ist doch alles gut. Und dann haben wir ihnen gesagt, dass wir hier nicht rauskommen und wir den ADAC nicht anrufen können. Und dann haben sie einen Abschleppdienst für uns angerufen. Die kommen jetzt in 4 Stunden leider erst, weil sie natürlich von unseren Klausen einen etwas größeren brauchen. Und wer die Transfagarasan-Straße hier kennt, hier geht es wirklich so. Das ist die angeblich die schönste Panoramastraße Europas. Und ganz ehrlich, es ist eine der drei schönsten, die ich je gesehen habe. Ist einfach so. Schaut euch mal die Aussicht da hinten runter an. Es ist einfach Wahnsinn. Ist egal, ich schwafel schon wieder ein bisschen und ich habe ihnen alle Kontaktdaten gegeben, alles, weil sie waren so, so nett. Jetzt kommt der, schleppt uns ab, das Ganze wird 1200 Euro kosten, das
hatte der Abschleppdienst schon geklärt. Unten die Spurstange ist komplett verbogen, da brauche ich wahrscheinlich eine neue, gehe ich mal von aus. Ich weiß nicht, ob man die wieder hinbiegen kann, das werden wir dann mit dem Mechaniker besprechen. Könnte natürlich das Ende der Tour sein. Nichtsdestotrotz am Ende, ach so, und ihr wart so nett, haben sie gemeint, das mit dem Geld und mit dem Reparatur, das vergessen wir mal. Das ist der Wahnsinn. Also, weiß nicht, wirklich so nett. Elfi musste jetzt auch erstmal ein paar Schritte gehen. Und ja, was soll ich sagen? Was soll man dazu sagen? Wir warten jetzt mal auf den Abschleppdienst. Ja, so endet ein Abenteuer auf der Transfagersan. Abschleppdienst, ich sitze jetzt hier hinten am Steuer, natürlich ohne zu lenken oder sonstiges. Und ja, ist schon alles ein bisschen mulmig jetzt, diese extrem kurvenreiche Straße mit ganz viel Gefälle, hier im Klaus runter abgeschleppt zu werden. Meine Fresse. Aber Gott vertrauen und runter geht's. Der Fahrer vom Abschleppdienst hat die Ruhe weg. Immer wieder halten wir an und er zeigt uns die Schönheit seines Landes. Und so halten wir nochmal an, als wir eine Bärenmutter mit ihren Jungen treffen. Im schönsten Abendlicht eine sehr harmonische Stimmung. Obwohl es mittlerweile Spätsonntagabend ist, werden wir an der Werkstatt herzlich willkommen. Der Werkstattleiter ist selbst nochmal vorbeigekommen, klärt mit dem Wachpersonal, dass wir hier schlafen können und verspricht uns am nächsten Morgen, direkt nach dem Schaden zu schauen. Schnell ist klar, die Lenkstange ist verbogen. Wir werden wohl eine neue in Deutschland bestellen müssen. Damit wir trotzdem erstmal weiterfahren können, biegen wir die krumme Lenkstange wieder zurück, sodass sie halbwegs gerade steht. Wir sollen damit zwar nicht fahren, aber wenigstens sind wir ein bisschen mobil. Schönen guten Morgen. Ja, wir sind in Sibiu gelandet, außerplanmäßig und wenn wir schon mal hier sind, haben wir natürlich auch gedacht, besuchen wir das Freilichtmuseum. Und ja, da sind wir gerade jetzt rein und haben schon den ersten herrlichen Ausblick hier. Ist total vielversprechend und wir gucken uns das jetzt einfach mal gemeinsam an, würde ich sagen, oder? Auf geht's! Ha? Schnecki, andere Richtung? Die Anspannung ist merklich von uns abgefallen. Wir genießen den kleinen Trip durch das Freilichtmuseum und trotzdem schaue ich öfters aufs Handy als sonst. Wir haben in Deutschland beim Kurzhauber Doc eine neue Lenkstange angefragt und warten auf die Antwort, ob er sie nach Rumänien schicken kann.
liebe Hessen, so machen die Rumänen der Apple Boy. Da kommen hier unten die Äpfel rein und dann wird runtergedrückt. Ich nehme an, das ist normalerweise noch so ein Brett oder irgendwas drauf. Und unten kommt der Apfelsaft raus. Monster Apfelpresse. Unterbewusst schaue ich, ob die Lenkstange des alten Dreckers nicht auch in den blauen Klaus passen würde. Da vibriert es in meiner Tasche. Ich schaue aufs Handy, Walter bestätigt, dass er uns eine Lenkstange schicken kann und damit ist klar, die Reise geht weiter. Die Frage ist nur, wann? Schließen in Sibiu zu bleiben und auf die Lenkstange zu warten. Wir suchen uns einen Parkplatz in der Stadt, wo wir übernachten. Mehrmals täglich kommt ein Beagle vorbei und singen alle ein Ständchen. Und schlendern durch Hermannstadt, genießen die Cafés und Restaurants, begutachten die Altstadt. Wir sind noch gute Hoffnung. Auf der Webseite von GLS steht, dass das Ersatzteil 2 bis 3 Tage bis nach Rumänien braucht. Und wenn es nur 2 bis 3 Tage braucht, dann kommt es noch vorm Wochenende. Und Adi, der Werkstattleiter, hat uns versprochen, es dann auch noch schnell vorm Wochenende einzubauen. Wir werden sehen.
entkommen. Die Lenkstange liegt immer noch in Deutschland im GLS-Zwischenlager. Der Einbau vorm Wochenende wird nichts mehr. Wir werden eine Entscheidung treffen müssen. Fahren wir mit der provisorisch zurechtgebogenen Lenkstange weiter oder warten wir auf das Ersatzteil und verlieren wertvolle Zeit für unsere Reise? Wie hättet ihr euch wohl entschieden? Wärt ihr weitergefahren oder hättet ihr gewartet? Schreibt doch mal was in die Kommentare. Wie es wirklich weitergeht, das seht ihr dann in der nächsten Folge. Also bleibt dran, abonniert den Kanal, klingelt das Glöckchen und lasst uns doch einen Daumen hoch da, wenn es euch gefallen hat. Wir freuen uns, dass ihr da seid. Wir sehen uns. Macht's gut. Ciao.